Mein Name ist Katrin Hirschinger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Martin-Luther-Universität im Bereich Erziehungswissenschaften, Grundschullehrerausbildung Musik und seit circa 8 Jahren Gleichstellungsbeauftragte der Martin-Luther-Universität Halle. Mein Name ist Verena Stange. Ich bin von Hause aus auch Erziehungswissenschaftlerin und bin seit ungefähr 2,5 Jahren stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Universität. Gleichstellungsbeauftragte sind gewählte Interessenvertretungen für alle Angehörigen der Hochschule, also sowohl Beschäftigte als auch Studierende. Gewählt werden wir gemäß Hochschulgesetz von den weiblichen Angehörigen der Universität. Neben der zentralen Gleichstellungsbeauftragten gibt es auch in den Fakultäten Gleichstellungsbeauftragte, die von den Angehörigen der Fakultäten und der zentralen Einrichtungen gewählt werden und entsprechend der Aufgaben in den Fakultäten dann auch tätig werden. Die grundlegenden Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten sind ebenfalls im Hochschulgesetz festgeschrieben. Gleichstellungsbeauftragte der Universität und auch der Fachbereiche betrachten es als ihre Aufgabe, sich für die Chancengleichheit für Frauen und Männer einzusetzen und auf die Vermeidung von Nachteilen für weibliche Angehörige der Hochschule hinzuwirken. Das geschieht unter anderem an unserer Einrichtung dadurch, dass Förderprogramme etabliert werden, die junge Nachwuchswissenschaftlerinnen in ihrer beruflichen Karriere unterstützen sollen. Zu unseren Aufgaben gehört weiterhin auch die Verwirklichung des Ziels, dass Frauen in angemessener Weise in den Organen und Gremien der Hochschule vertreten sind. Das ist bei uns oder generell auch eine ziemlich komplizierte Aufgabe, da es vor allen Dingen in den höheren Statusgruppen, also unter den Professoren zum Beispiel, viel weniger Frauen gibt. Und das hat dann zwangsläufig zur Folge, dass es entweder eine Ämterhäufung bei diesen Frauen gibt, die sich negativ auf die eigene Karriere auswirken können, oder dass dann schlicht und einfach nicht genügend Frauen zur Verfügung stehen, um Gremien, um Kommissionen paritätisch zu besetzen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit besteht darin, die Einbeziehung von Themen der Frauen- und Geschlechterforschung in die wissenschaftliche Arbeit der Hochschule anzuregen, zu fördern, zu unterstützen. So findet beispielsweise jährlich der landesweite Tag der Genderforschung statt, abwechselnd an der Magdeburger und der Hallischen Universität. Die Gleichstellungsbeauftragten wirken darüber hinaus in allen Angelegenheiten mit, die sich auf Personalmaßnahmen beziehen. Personalmaßnahmen natürlich mit Blick auf die weiblichen Hochschulangehörigen. Deswegen sind wir auch ständig Gast in den Personalratssitzungen, in denen also Einstellungsverfahren begleitet und entschieden werden. Aber auch sind die Gleichstellungsbeauftragten in Stellenbesetzungs- und Berufungsverfahren einzuladen und haben dort die Aufgabe, gleichstellungsrelevante Gesichtspunkte zu beurteilen, zu beobachten, dass es hier keine Benachteiligung von Frauen gibt und entsprechend abschließend ein Votum abzugeben. Ja, die Gleichstellungsbeauftragten der Universität sind mit verschiedenen Institutionen, Einrichtungen vernetzt. Es gibt eine umfangreiche Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Universität. Innerhalb der Universität ist hier an erster Stelle zu nennen die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Prorektorat für Gleichstellung. Aktuell ist das das Prorektorat für Struktur und strategische Entwicklung. Mit dem zuständigen Prorektor und der Referentin gibt es eine intensive Zusammenarbeit, vor allem im Hinblick auf strategische und konzeptionelle Fragen. Darüber hinaus sind weitere inneruniversitäre Partner natürlich die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten, also in den Fakultäten und zentralen Einrichtungen, mit denen es auch regelmäßig Treffen gibt zum Austausch, zur Beratung, auch zur Weiterbildung. Ein weiterer Partner ist die Sozial- und Konfliktberatungsstelle, der eben schon erwähnte Personalrat. Wir arbeiten auch zusammen mit dem Studierendenrat und dem Studentenwerk, vor allen Dingen, wenn es um studentische Angelegenheiten geht. Und ein weiterer Ansprechpartner bzw. Kooperationspartner innerhalb der Universität ist die Verwaltung, vor allem wenn es darum geht, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
in die Wege zu leiten und dort aktiv zu werden. Außeruniversitär arbeiten wir eng mit der Koordinierungsstelle für Genderforschung und Chancengleichheit in Sachsen-Anhalt zusammen. Hier zum Beispiel auch, wenn es um diesen eben erwähnten landesweiten Tag der Genderforschung geht oder auch wenn es darum geht, im Bereich der Politik Gespräche zu suchen, um hochschulpolitische Anliegen im Bereich Gleichstellung zu besprechen und voranzubringen. Beratung stimmt. Grundsätzlich kann sich erst einmal jede und jeder bei Fragen und Problemen an uns wenden. Wir versuchen dann zu beraten oder auch bei der Erklärung von Fragen zu unterstützen. Wir können Informationen weitergeben oder auch an die entsprechenden fachkompetenten Personen und Stellen innerhalb der Universität, aber auch außerhalb der Universität weiterleiten. Wir können natürlich auch bei Konfliktfällen als Interessensvertretung vermitteln und bei der Problemlösung unterstützen bzw. auch vermittelnd agieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gleichstellungsbeauftragten in den einzelnen Fachbereichen. Das Wort Serviceangebote passt auf uns als Gleichstellungsbeauftragte nicht wirklich. Wir sind gewählte Interessensvertretung und keine Dienstleister. Wir bieten Unterstützung. Serviceangebote initiieren wir vielleicht im weitesten Sinne, indem wir Projekte und Maßnahmen und Angebote anstoßen und entwickeln, die Männer und Frauen unterstützen sollen. Also beispielsweise sowas wie Mentoring-Programme oder auch die Etablierung des Familienbüros geht auf die Initiative des Gleichstellungsbüros zurück. Studierende und Beschäftigte der Martin-Luther-Universität können sich in allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten an uns wenden. Insbesondere, wenn sie Projekte zur Verbesserung der Gleichstellungssituation an unserer Hochschule umsetzen wollen, bei Problemen am Studien- und Arbeitsplatz, bei Fragen zu den Themen Diskriminierung, Sexismus und sexueller Belästigung oder auch bei konkreten Erfahrungen damit. Wenn Sie selbst Projekte umsetzen wollen zum Thema Gleichstellung und dort fachliche und auch kompetente Unterstützung brauchen und wenn Sie sich grundsätzlich auch für Fördermöglichkeiten für Frauen interessieren. Also es ist manchmal nicht ganz so einfach zu entscheiden, ob bestimmte Fragen oder Probleme tatsächlich was mit Gleichstellung oder Diskriminierung zu tun haben. Das lässt sich dann aber in einem persönlichen Gespräch auch einfach klären. Es können sich natürlich auch Personen außerhalb der Martin-Luther-Universität an uns wenden, wenn sie zum Beispiel Projekte mit uns gemeinsam umsetzen wollen oder sich einfach zum Thema Gleichstellung austauschen oder vernetzen möchten. Sie finden uns in der Barfüßer Straße, Nummer 17. Hier ist unser Büro, hier ist unsere Sekretärin, die Sie per Telefon erreichen, um Termine abzusprechen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Genau, und Sie können uns natürlich auch jederzeit anrufen oder uns eine E-Mail schreiben. Sie finden auch alle Kontaktdaten und aktuellen Informationen auf unserer Homepage.